Willkommen zurück zu Dark Souls 3. So, heute, wie ihr wisst, werden wir jetzt einen Boss bekämpfen. Und da bin ich mal gespannt, ob ich den auch heute schon schaffen werde. Ich bezweifle, dass er First Try wird. Das war ja in diesem Spiel bis jetzt noch gar kein Boss. Was mich auch ehrlich gesagt ziemlich freut. Ich mag keine First Try Bosse, wenn die so einfach sind. Außer sie sind wirklich schwer und ich fühle... Und ich habe das Gefühl, ich habe wirklich gute Arbeit geleistet. Das sieht ja jetzt schon nervig aus. Oh. Alter Dämonenkönig. Au, 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 au. Reg dich ab, mein Freund. Boah. Okay. Der hat wesentlich stärkere Sachen drauf als der... Ich weiß gar nicht, wie ich diese Sachen ausweichen soll. Vielleicht soll man das auch gar nicht, weil so viel Schaden machen die ja jetzt gar nicht. Ich sollte nicht nach jedem Mal einen Flakon trinken, wenn mich so ein Ding trifft. Ich habe das Gefühl, man muss einfach nur an seinen Beinen stehen bleiben. Dann trifft er einen fast... Wow, wow, wow. Jetzt will ich aber einen trinken. Ob man dem seinen Schwanz abhacken kann? Boah, war das knapp. Nein. Scheiße, nur drei Flakons. Dann macht er diese Meteoriten, oder? Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht mehr so viel kassiere. Was ist? Oh, ich dachte gerade. Boah. Gut. Man kann ihn sehr oft angreifen. Aber man kann davon ausgehen, dass der auf jeden Fall mit irgendwas einen trifft, mit seinen ganzen AOE-Schaden. Ich hatte ihn ja ziemlich weit unten gehabt, aber man muss bedenken, ich hatte auch gerade noch eine Glut gehabt. Und ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit Glut für den benutzen. Ich will jetzt keinen Pfeil kassieren, bevor ich hier reingehe. Ich muss so viel unnötigen Schaden vermeiden, wie es nur geht. Oh Gott, das one-hitted mich einfach. Wow. Okay. Idiot. Das brauche ich. Das brauche ich. Brauche ich. Scheiße. Moment. Ah, gut. Okay, Feuerresistenzring. Der wird mir bestimmt helfen. So. Na, läuft gerade nicht so gut.
habe auch ein ziemlich Problem damit, dass ich... Oh mein Gott. Tot. So. Der erste Versuch lief sehr gut. Die nächsten zwei leider beschissen. Ich muss gucken, was habe ich denn gegen Feuerschaden alles? Davon habe ich auch nur einen. Aber klar. Feuerresistenz, Feuer, Feuer. Sehr gut, da war mehr Feuerresistenz drauf und ich kann es anlegen. Feuer, Feuer, hier. Okay. Feuer. Feuerresistenz. Ich darf nicht zu viel physische Verteidigung verlieren. Die ist wesentlich besser als meine jetzige Hose. Außer gegen Hieb und Stoß halt, aber mehr physische und sogar auch mehr Feuer. So. Das habe ich mit ziemlich viel Feuerresistenz draufgepackt. Gibt es vielleicht auch Schilde, die mehr gegen magische Resistenzen arbeiten? Falls ja, ich habe keinen. Siege 2 Agrargebräu. Hoffnung wird benötigt. So, nächster Versuch. Da war die Wand ein bisschen nervig. Okay, möglichst viele Angriffe. Oh. Ich bin lieber hinter ihm als direkt vor seinen Beinen. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir die Feuerresistenz viel bringt. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, mit der Glut habe ich wesentlich weniger Schaden kassiert. Abgesehen davon, dass ich mehr Leben habe. Oder macht er jetzt einfach wesentlich öfters dieses Flächenschaden? Das läuft irgendwie in die falsche Richtung. Es kann ja nicht sein, dass der erste Fight der beste war und es dann immer schlechter wird. Noch habe ich ja Zeit. So. Darum sehe ich noch nicht gerne vor seiner Hand. Das waren wahrscheinlich Angriffe, die ich total, die mich hätten nicht treffen müssen. Dabei habe ich meine, meine Taktik noch nicht mal verändert und schon trotzdem läuft es immer schlechter. Es kann ja nicht an der Glut liegen, dass ich auf einmal so viel Schaden kassiere.
Mein Gott, ich komme einfach nicht mehr um ihn rum. War doch vorhin nicht so nervig. Natürlich. Das ist echt schlimm. So. Ja, gerade läuft es wieder etwas besser. Ich muss immer auch darauf achten, dass mir die Ausdauer nicht ausgeht. Denn wenn ich im falschen Moment nicht rollen kann, dann habe ich verloren. Das ist ein Meteorschauer, aber warum hilft es denn überhaupt auf? Ich habe eh keine Seelen. Okay, gerade läuft es wieder ziemlich gut. Läuft sogar teilweise besser als im ersten Run. Ich habe noch 9 Flakons. Gut. Was? Okay, wie weit gehen diese Scheißwellen? Gut. Wenigstens nicht über die ganze Stage. Ich darf mich nicht übernehmen. Ich habe noch recht viele Flakons. Das muss ich ausnutzen. Oh nein. Fuck. Oh nein. Wow. Oh. Nein, ich würde den jetzt ganz gerne schaffen. Mann, ich hasse es, wenn ich nichts sehen kann. Und tot. Natürlich. Es war mein bester Try und sogar ohne Glut. Das muss man sagen. So, die Glut macht aber keine Feuerresistenz hoch, oder? Mit der Stärke des Feuers wird Rufzeichen eines Unempfachten sichtbar und das Glut... Suchende können gerufen werden, um zusammenzuarbeiten. Doch Vorsicht, Glut kann auch Eindringlinge anlocken. Also wenn ich keine Glut habe, dann kriege ich auch keine PvP-Kämpfe. Okay, da steht nur Max TP erhöht. Also mit Feuerresistenz steht da gar nichts. Okay, gerade muss man sagen, habe ich auch nicht so viel kassiert. Wahrscheinlich, weil ich diesmal wesentlich besser seinen Angriffen ausweichen konnte. Bitte triff mich jetzt nicht, du scheiß Pfeil. Gut. So. Na. Fängt ja schon wieder sehr gut an. Dieser Angriff, den hat er vorhin auch irgendwie gar nicht mehr gemacht. Da
Das ist der Angriff, der mir am meisten Schaden zufügt. Der da ist nicht so schlimm. Den da meine ich. Ich bin echt froh, dass ich diesen Flakonring habe. Wieso? Ich verstehe es nicht. Eben setzt er den fast gar nicht ein. Jetzt setzt er den alle 2 Sekunden ein. Jede Minute vielleicht mal ein. Da, schon wieder. Jetzt kenne ich das Problem bei dem Boss. Der hat ihn nämlich gerade eben, glaube ich, gar kein Mal eingesetzt. Bei dem, wo es so gut lief. Ich kann diesen Boss nur sehr schwer einkalkulieren. An sich sehe ich bei dem nur eine wirklich gute Taktik und das ist einfach so um ihn rumrollen, sodass seine Angriffe nicht an ihn rankommen. Aber ich weiß noch nicht, was ich gegen dieses auf den Boden spucken machen soll. Es geht ja komplett um ihn rum, hat eine recht hohe Reichweite und macht sau viel Schaden. Ich weiß auch gar nicht, was hat mich hier getroffen? Das ergab gerade überhaupt gar keinen Sinn. Ich frage mich, wie lange diese Käferkügelchen denn eigentlich wirken. Okay, versuchen wir es einfach mal. Weißt du was? Ich guck mal, ob ich auch irgendwie hier mit mehr Schaden reinpushen kann. Glaube ich zwar jetzt nicht, dass das wirklich viel was bringt, aber man kann es versuchen. Man hat es ja. So. Okay. Ich kann das gar nicht benutzen. Vielleicht liegt das an meiner Waffe. So, jetzt habe ich eine erhöhte Feuerresistenz. Ich merke nicht, dass ich weniger Schaden nehme. Da, schon wieder. Ich muss vielleicht eher darauf achten, von ihm wegzugehen, wenn ich sehe, dass er das macht. Jetzt muss ich aber sowieso erstmal von ihm weg. Ich mag diesen Boss nicht sonderlich. Kann man nicht vielleicht auch Schilde durchwirken für mehr Feuerschaden, Resistenz. So, jetzt aber. Habe ich denn eigentlich irgendwas gemacht, dass er bei dem Versuch vorhin das fast nie eingesetzt hat? Ich glaube, man kann ihn ein bisschen daran hindern, Angriff einzusetzen, wenn man den haut. Der hat schon so einen leichten Straucheleffekt. Mann, gerade aufgestanden und schon hat er mir die Keule auf die Fresse. Ich will den Tod sehen. Es ist nur wirklich ein Angriff, der mir zu schaffen macht. Ist da was? Eine nehme ich noch. Ah, das war dumm. Das war sehr dumm.
Den hätte ich zu Heilzwecken nutzen müssen. Da habe ich jetzt nicht nachgedacht. Das zieht mir mit dieser HP schon ja so ziemlich genau die Hälfte. Ey, der ist auf einmal richtig wild geworden. Noch viel schlimmer als die letzten Runden. Hört gar nicht mehr auf zu anzugreifen. Alter. Ist das wegen der Glut? Nee, oder? Übertreiben ist auf einmal. Naja, aber es ist wesentlich weniger das auf dem Boden spucken gerade ein. Okay, das war die Meteore ausweichen. Nein, das war der Feuerring. Gott. Gut, ich drehe mich besser immer. Wow. Der Feuerring ging diesmal. Ach, naja. Besser für mich. Okay, jetzt sind Meteore da, das hört man ja sogar schon. Wow. Was? Okay. Verstehe, wenn dann diese komische brennende Phase geht, dann geht sein Angriff auch wesentlich weiter. Jedenfalls ein Feuerspucken. Boah, war das knapp. Okay, das geht über die ganze Map. Ich verstehe, das ist so ein Anti-Noob-Schutz, wenn man die ganze Zeit so weit vor dem Weg steht. Ah. Ein Versuch mache ich noch, auch wenn es jetzt wieder über Länge ist. Ich habe langsam ein bisschen Verständnis für diesen Boss bekommen. Es ist immer noch wesentlich eine Attacke, mit der ich noch nichts anfangen kann. Und es ist dieselbe Attacke, über die ich mich schon die ganze Zeit beschwere. Das Problem bei der Feuerphase, also wenn er in diese Phase geht, wo er dann richtig brennt. Ich weiß noch nicht ganz, was ich gegen diesen Feuerring unternehmen soll, weil ich vor dem weglaufe, dann setzt er das da ein, das über die ganze Map geht. Oder ich muss einfach, wenn der Feuerring reingeht, na, da geht er auch wieder raus. Ne, zählt nicht, noch eine Runde. Was habe ich denn bitte in dieser Runde, wo ich ohne Glut den fast tot bekommen habe? Was habe ich da bitte anders gemacht? Dass er mich eigentlich mit fast nichts getroffen hat. Das wüsste ich jetzt mal gerne. Weil er trifft mich ja teilweise manchmal echt mit jedem Angriff. Was immer direkt machen muss. Echt lästig. Hinter ihm fühle ich mich immer noch am sichersten.
Hexangriff, ich hasse ihn so sehr. Mann, ich will nur an ihn rankommen, einen Flakon trinken. Dann geht er einen Schritt zurück und macht seine komische Handfaust. Explosion. Okay, noch einen. Das ist jetzt wirklich der letzte. So, Boss, ich werde dich besiegen. Und los. Was? Ich stand zwischen seinen Beinen. Was? Was waren das für Angriffe? Der hat mich mit seinen Füßen umgehauen. Na. Der macht mir echt Probleme, dieser Boss. Okay, das war's dann jetzt. Wir sehen uns dann morgen. Und dann werde ich ihn auf jeden Fall besiegen, versprochen. So, dann, naja.